Heute da sind wir wieder. Da, genau, wir sind wieder da. Und wir spielen auf eine Idee eines befreundeten Let's Players, werden wir weniger reden, sondern mehr spielen. Also, das war Wartrags Idee. Ja, man sieht das einfach alles. Es wird auch im Nachhinein noch erklärt, was man alles machen kann und was nicht. Und zielgerecht geht es nicht weiter. Genau, wir wissen schon wieder viel zu viel. Bei Magica 2 wird das alles anders. Das ist komplett blind. Wir spielen das dann gleich am Release. Könntest du bitte sein lassen, mich zu töten? Ach, verdammt. Hallo, ihr seht aus wie eine Art Zauberer. Ich habe euch da diese fiese Rattenplage in meinem Keller. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ja, ein paar Münzen kriegen wir. Rattenplage, Nizzaroben, schnell holen. Goblin, Goblin, Goblin. Und unser erster richtiger Kampf, glaube ich, hier. Ich sollte nicht gleich mit den richtigen anfangen. Und gegen Goblins ist Feuer sehr effektiv. Aber auch das Schwert ist nicht zu gut. Oh ja, das Schwert. So, wir... Ja, man könnte jetzt auch einfach... stehst leicht im Weg, irgendwelche da. Zauber auf die wirken. Bam. Ja, man sollte aufpassen, wie ihr gerade gesehen habt. Arkan. Nur Arkan bringt die Gegner gern mal zum Explodieren. Da ich aber schneller bin als mit meiner Spezialrobe, werde ich mir wieder angewöhnen, also mindestens zwei Steinrüstungen drauf zu tragen. Wow, und ich bin immer noch schnell. So, quatsch mal mit der Frau, bevor sie sie tötet. Okay, danke. Auf einmal scheinen mir die Ratten in meinem Keller gar nicht mehr so schlimm zu sein. Ich würde euch die Münzen ja geben, aber in diesem Spiel scheint es kein Inventar zu geben. Na, so ein Pech. Tja, das hat sie verdient. Komm. Mein Stab schon wieder eingesetzt. Komm, das hat sie verdient. Kein Geld für uns? Brenn. Hey, das Ausrufezeichen ist immer noch da. Das werden noch... Warte, ich darf nicht... Hier ist noch ein Stab. Ja, das ist da der nicht. Wiederbelebungsstab, ne? Ne, der Lebensstab gibt dir Lebens Aura. Ach so, okay. Das war das. Ja, aber hier hinten geht's weiter. Ja, wir können das Feld nicht runterbrennen. Oh. Alles muss brennen. Njong. Oh ja, ich habe Excalibur erhalten, wie man sieht. Excalibur, aber er ist nicht der König. Das berühmte Schwert im Stein. Komplett mit Stein. Es macht langsamen Schaden, es schlägt den Gegner aber nieder und ihr seht das, bam. Au! Es ist langsamer als das andere Schwert, aber es ist trotzdem witzig. Huch, würde eigentlich so machen. Ich glaube, ich habe dich getroffen, oder? Du kannst Öl nicht an Leute anhaften. Ich nehme mir den Lebensstab mit. Ja. So, jetzt habe ich eine Lebensaura. Wenn ich Schaden auf mir selbst habe, weil zum Beispiel ein Stein auf mich drauf fällt, werde ich hier geheilt. Konstant, genau. Für untote Gegner ist der später sehr gut. Weil er Flächenschaden um dich herum weil macht. Er um mich herum diesen Leuten Schaden zufügt. Allerdings Goblins oder so sind das und Arachniden zählen da glaube ich nicht dazu. Nein, die sind ja nicht untot. Die Frage ist, wer ist da einer von den Guten? Die Arachniden? Die sind alle böse. Ah, ich bin vergiftet. Blah. Geh mal weg. Hör mal auf zu kotzen. Oh! Ah ja, Leben heilt Vergiftung. Wenn ich in deine Aura komme, werde ich auch geheilt. Genau. So, wir müssen umschauen. Wir müssen uns in diesem Spiel sehr gut umschauen. Wie gesagt, bei vielen Sachen ist es ja gar nicht so schlimm, wenn wir das jetzt nicht mitnehmen, weil wir das schon hatten. Ja, oben der Hinweis ist gerade schön, auch wenn du die Kombination für eine Magie beschworen hast, musst du diese nicht als solche auslösen. Das werden wir später noch manchmal machen. Das machen wir ja schon mit Hast die ganze Zeit hier. Nee, Hast lösen wir ja aus. Achso, musst du sie nicht auslösen, ja. Genau, du kannst sie auch als normale Magie oder also Strahlmagie oder so auslösen. Ja, wir sind natürlich immer noch nebenbei am Suchen für unsere letzten Achievements. Ja, die haben hier irgendwas mit einem Troll. Ja, wir sollten vielleicht nicht zu viel mit Hast rumrennen. Ah, Helde, die Björn, wir haben Zeit. Björn der Beherzte. Ah, grüß euch, ich bin Hauptmann Björn der Beherzte. Ich sollte vielleicht aufhören vorzulesen. Oh, Troll. Hungriger Waldtroll. Leute, ich versuche mal den Troll einzufrieren. Ja, das ist sowieso. Kannst aber, glaube ich, nur mit dem, Bam. Ah! Ich schlag einfach auf den Troll ein. Ich habe ihn verängstigt. Oh. Ich sollte vielleicht nicht zu nah an dem Troll rangehen.
Weil, wie man gerade vielleicht sehen konnte. Sehr gut. Ich hab ihn. Zack. Wir haben natürlich ein paar Leute verloren. Das nennt man Kollateralschäden. Ach was. Okay, nach Havindir. Ja, wir scheinen noch ganz gut alleine nachzukommen. Geht schon mal vor und wir bleiben hier. Wenn euch irgendwas dran liegt, könnt ihr gerne meine Axt haben. Eine Axt? Ich nehme die Axt mit. Du kannst die Axt haben. Ich werde sowieso gleich eine neue Waffe aufnehmen. Du weißt, dass ich die Waffe haben will. Moment, ich muss mal kurz gucken. Tab war das, ne? Ja. Tab mal Axt. Eine Axt guter Qualität, zumindest im Vergleich zur Stumpfklinge des Zaubererordens. Schadenstyp, Körper, Mittel, Extras, keins. Also wir machen jetzt ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen langsamer. Naja, geht ja. Nicht. Besser als meine. Da. Bam. Aber ich will ja sowieso gleich... Oh ja, macht mal einiges mehr Schaden. So, da nach Norden kommen wir nicht raus. Da ist zu. Nee, kriegst du nicht auf, glaube ich, oder? Nein. Selbst wenn ist da kein Teleporter. Ach, stimmt. Keine Ahnung. Wir gehen nach rechts. Wir erzählen nicht, dass man da nach links gehen kann. Und wir haben das erste Level geschafft. Genau. Also, mit dem Tutorial. Level geschafft. Party. Ich müsste so Konfetti noch einfügen in OBS. So setzen unsere jungen und kühnen Zauberer ihre Reise fort. Ihr Leitstern angesichts der Gefahren dieser Welt war der fesche Flag, der nie im Leben ein Vampir ist. Als sie den Fonskogurwald erreichten, wurde klar, dass das Böse bei Fuß stand. Nicht unter Alkoholeinfluss zaubern. Gut, deswegen trinken wir nur Milch hier. Milch? Du trinkst Milch? Ich habe gerade irgendwas mit Angst gehabt. Ich konnte gerade Angst casten. Können wir schon Angst casten? Hast? Fett? Wiederbelebung? Abschluss auf den Desktop? Verwirrung. Verwirrung können wir irgendwann nochmal zeigen. Ja, bitte nicht bei mir. Das sieht aus wie das Werk von Goblins. Vlad! Vlad, alter Kumpel! Was trägst du denn da? Die Attrak des Überleck bewacht dir. Omne Fürst, die Poreban und Havindir. Birftana, Never Seven, Lerni, Never Seven, Le Baba Fedra. Was? Nicht zuletzt sind sie unsere Lebensgrundlage. Hä? Hä? Vlad ist kein Vampir. Nein, aber sie versorgen uns halt mit Getreide und so. Genau, und Blut. Hey. Huch, geht das schon weiter. Ich dachte übrigens, dass wir jetzt schon was anderes bekommen. Ja, und ihr seht, man kann hier Sachen einfach so mit dem Standard-Rechtsklick-Angriff kann man einfach Sachen, sag mal, so ein bisschen hin und her schubsen. Du hast meine Projektile mitgeschubst. Ich habe deine Projektile abgewehrt, ja. Ich dachte mir, dass du irgendwas vorhast. Warte mal, ist hier rechts noch irgendwas? Warte. Wirfst du Bomben? Hättest du ja Bomben geworfen. Wir werden später noch Superzauber haben, die uns... Ey, ich darf ja nicht zu nah rangehen. Die heilen sich sonst bei mir, die Idioten. Ich brauche unbedingt ein anderes... Du könntest den Rundumschild um dich casten vorher. Ich meine, die machen nicht viel Schaden. Also es gibt ein Rundum-Zauber, man kann alle Zauber rundum zaubern. Genau, und wenn man Beispiel das mit dem Schild auch macht, dann hat man den hier. Aber ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Naja, die können nicht in deine Lebensaura rein. Und wenn wir die boosten, dann kriegt er mehr Leben, der Schild. Ja, du und weißt... Man kann mit Schild auch solche lustigen Sachen machen. Genau, das könnten wir machen. Aber ansonsten bringt das nämlich gar nichts, weil, naja. So, und die Höhle, die da ist sehr verdächtig. Ich sehe schon einen Magiker. Das ist ja die leichte noch. Regen! Ah, das ist schön. Teilweise nützlich, aber wirklich nur teilweise. Einfach mal ausprobieren, ne? Muss alles mal ausprobieren. Also wir haben Regen. Macht alles nass. Und ihr seht, wenn ich versuche, mich selber zu trocknen, zack, bin gleich wieder nass. Schön ist, meine Lebensaura heilt mich selber. Guck mal, ich werde nicht mehr nass. Ist übrigens eine gute Idee. Wasserimmunität setzen. Wasserimmunität gegen Regen. Also nasse, es gibt auch so eine komplette... Nein, 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 nein.
Spinnst du? Du kannst mir nicht in den Strahl rennen. Du weißt, die Dinger sind scheiße zu lenken. Ich weiß. Ah! So. Ich wollte nicht den Zauberstab einsetzen. Ist da oben eigentlich was? Haben wir da mal geguckt? Ich weiß nicht. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Nein, ich glaube, da geht's nicht weiter. Au. Nee, da geht's nicht weiter. Schade. Du bist so ein bisschen eingefroren. Verdammt. Sei mich selber. Interagieren, hier passiert nichts. Doch, da kommen 3 Punkte. Ja. Das hat er auch gesagt. Ich glaub, da hat jemand was gesagt, aber das haben wir einfach kaputt gemacht. Ich mag übrigens meine selbstheilende Aura. Oh, kannst du dich noch an diese Frau erinnern? Die Frau? Ja. Warum seid ihr hergekommen? Zauber machen nicht das Ärger, das weiß doch jeder. Taucht eine auf, ist die nächste fiese Kreatur auch nicht weit. Ups. Wie soll denn den Stab aufsetzen? Das Witzige ist, dass sie eigentlich mit... Den habe ich umgerannt, hier. Bam. Bam, umgerupt. Nein, dass sie mit fieser Kreaturen eigentlich nicht uns Zauberer meinten. Was mussten wir denn bei denen nochmal machen? Mussten wir die töten? Mit dem Steinschild umrennen. Ah! Nein, ich habe keine Ahnung. Gehen wir weiter. Ja, da ist Grams Workshop. Der Games Grams Workshop. Ich glaube, sie sind hinter mir. Hä? Was zum Henker war das? Ein Schiff. Ich hatte eine Idee gegen die. Lass mich mal. Okay, die Bombentypen sind außer Gefecht gesetzt. Ja, die ersten. Ich will erstmal den hier. Bam, bam. Ich hab den. Ich kann euch den leider jetzt gerade nicht zeigen. Ich zeig euch den nachher, was der cool ist und alles kann. Ich mach so lange Feuerblitze hier. Weil natürlich, weil Bombentypen sind Feuerblitze genau, gar nicht. Feuerblitze sind eigentlich eine der coolsten Sachen. Hey. Au. Allerdings nicht, wenn du keine. Ich brenne! Ich bin. Tot. Moment, wie war wiederbeleben? Leben, Strom. Leben, Elektro. Achso, so einfach. Ich dachte irgendwie gerade mehr. Also, jetzt können wir ganz kurz gucken. Wir haben die erste Phase hier geschafft. Wir haben einen Warhammer. Ein mächtiger Hammer. Etwas für die Düsteren und Groben. Körpermitte, Schadenstyp und stößt Ziele zurück. Und vor allen Dingen ist er nicht ganz so langsam wie Excalibur mit Stein. Und er macht. Stell mich mal so ein bisschen neben dich hier. Bam. Ich glaube, war hier irgendwas? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, ich glaube, da unten war nichts. Nee, hier war nichts. Nope. Hier drin was? Gucken wir gar nicht rein. Okay, geht noch weiter. So, dann gehen wir nach oben weiter, genau. Man muss halt vorsichtig sein, weil hier sehr schnell neue Events getriggert werden. Wie Vlad zum Beispiel. Okay, der Fongus-Gurur Wald. Und wir sollen auf dem Hut stehen bleiben oder sowas in der Art. Naja. So. Genau. So schnell so Events triggern. Und nicht mehr zurück können dann. Das wollte ich sagen. Genau. Oh. Ich erinnere mich an was. Also an das nicht, aber egal. Warte mal, dem will ich mal ein Geschenk schicken. Verwirrung. Nee, stopp. Ich will Verwirrung casten. Ich weiß noch nicht mal, wie Verwirrung ging. Ich bin zu verwirrt. Bam. Auf wen habe ich Verwirrung gekastet? Auf ihn? Ja, auf ihn. Das ist ein Fragezeichen. Die machen halt seltsame Sachen dann. Ich überlasse den dir mal, ne? Ja, zum Beispiel einen Seitenwechsel. Das ist der König des Waldes. Aha, ein Hirsch. Bam, der ist geplatzt. Diesen Strahl, den ich hier mache, den werden wir später nochmal sehen, als in anderen Formen. Aber der ist ziemlich mächtig. Das ist, haben wir uns... Oh, ich muss sowieso mal gucken, ob ich den noch hinkriege. Gemerkt. QS... QFASA. Achso, QFASA. Ein Torshammer, ist das meine Frau? Nein, das ist ein Elch. Das ist ein Elch. Nee, Moment, ist nur ein toter Elch. Diese Trolls sind wirklich furchterregend.
Aber eigentlich doch nicht aggressiv. Nein, wir haben nur fröhlich mit ihm verhandelt, mit deiner Frau, dem Elch. Nein, dem Troll. Ah, verwirrt. Ich bin da liegt ein Schwert. Ja, das kannst du nehmen. Gram. Gram? Aus Gram, ich kenne Gram kenne ich irgendwo her. Ja, woher ist Gram? Ist Gram auch aus der Herr der Ringe Trilogie? Nee, glaube ich nicht. Gucken wir nach der Folge. Ein schön gearbeitetes Schwert, perfekt fürs Drachenschlachten. Sind gerade welche in der Gegend? Körpermittel, Extras, Drachentöter. Ich glaube, das. Huch, da bin ich fast rausgegangen. Ja, aber zum Drachentöten? Das, ja, nee, ich glaube, das ist was anderes. Gram ist aus irgendeinem Spiel oder irgendeiner Firmenanlehnung. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Genau, also wenn ihr es wisst, einfach mal sagen. Also, dass es eine Anlehnung ist, das ist klar. Das ist der Warhammer ja auch. Das hätte ich mir schnell den Kontrollpunkt geholt. Hab ich noch erwischt? Nee, ich hab dich nicht erwischt. Gut. Nicht richtig erwischt. Komm, geh drauf. Ah, ich habe das nichts getriggert. Das Archer. Wollte ich nicht. Oh ja, gegen die weiß ich auch noch, was wir da das letzte Mal gemacht haben. Geh mal weg da. Nein, nicht so. Ich dachte, ich soll nicht von dem mit Pfeilen beschießen. Was haben wir gegen die das letzte Mal gemacht? Das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir die sich selbst zerfetzen lassen. Also. Ja, mit Betörung. Mit der Magie mit Betörung. Nee, nicht mit Betörung. Was sagt ihr das Wort Singularität? Achso, ja, da wollen wir aber nichts weiter verraten, oder? Nee. Das hat noch was, Zeit. Dass ich dich nicht treffe. Wir wollen ja, dass die Leute noch eine Weile zugucken, dann können wir nicht alles vorher verraten. Sie haben das Spiel schon mehrfach durchgespielt. Also ich habe es mehrfach durchgespielt. Ja, ich auch. Der Warhammer sieht übrigens wirklich aus wie der von Inquisitor Toph. Warum steht denn der da unten so blöd? Den kann ich gar nicht erwischen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, was dagegen hilft. Das war. Wir müssen hier noch mal ein Stückchen zurück übrigens dann, wenn wir den da hinten erledigt haben. Du kannst ist den. Noch einer. So, da ist noch einer. Du kannst auch den Dagger da nehmen, ne? Den kleinen Krummdolch. Was ist denn das für einer? Ja, aber ich glaube, Gram macht ein bisschen mehr Schaden. Halt, ein hochwertiger Goblin-Dolch. Körper niedrig, extra schnell. Ja, es ist eine schnellere Waffe, aber ich nehme lieber Gram mit erstmal. Okay, nimm mal. Weißt du, ich habe auch einen Dolch, auf den ich abgesehen habe dann. Ein Dolch? Willst ja. Du nicht den nehmen, den. Können wir hier nicht was finden? Willst du nicht das hier nehmen? War das hier? Ich glaube nicht. Ich bin nass. Wo war denn das? Ich das war, glaube ich, später, an einem späteren. Ja, aber auch hier irgendwo im Wald, dachte ich. Du weißt hier, was. Hier. Ah, okay, das kann sein. Du weißt doch, was ich suche, ne? Den wirst du wahrscheinlich dann eher für Gram mal mitnehmen. Zu Feuer, um dich aufzutauen. Ja, ich bin nicht eingefroren, danke, aber trotzdem Spiel. Genau. Hier seht ihr, wir haben hier ein paar kleine Geheimnisse. Geht's hier lang? Hier ist nicht weiter. Oh, da. Bei uns steht jetzt Errungenschaftsfortschritt Sherlock Holmes. 11 von 14, den hatten wir schon. Und ihr seht die Tiere, die da rumlaufen und guckt euch das an. Hier vorne untersuchen. Nur olles Gekrakel. Bam, wir haben das Schwert der Meister. Und da Vardrak volle KP hat. Auch bekannt als der Fluch des Bösen. Ein uraltes Schwert, dem Arkane Macht innewohnt. Also Schwert der Meister, nicht das Masterswort. Extra schießt Arkanis, wenn der Träger volle Gesundheit hat. Genau. Ich wollte schon wieder auf Escape drücken. Wenn ich jetzt volle Gesundheit habe, ich habe volle Gesundheit. Zeig und mein mal. Schwert angreife. Kann gut. Ich damit Sachen schießen? Could you fucking not? Ich treffe dich! Doch, ich hab getroffen. Ach, du hast ja noch den Schild, deswegen kriegst du keine Schadenanzeigen. So. Hör mal auf, mich zu hauen. Es ist. Aber dass wir uns jetzt auf den Dingszauber auch noch besinnen müssen, den Lebenszauber, ist schon etwas ungewohnt. Naja,
So, wir gehen noch. Wir gehen noch runter, ne? Dann ist es auch schon wieder so weit. Schon wieder so weit. Ah, wenn man mit Steinrüstung ins Wasser geht, stirbt man. Wenn man generell ins Wasser geht. Nein! Stirbt man. Ich hab das Wassersword verloren! Nein! Idiot! Warte mal. Nein, es ist nicht mehr da. Ja, ich weiß, aber vielleicht kann ich dir wenigstens noch Gram sichern. Ja, vielleicht. Schnell zurückgucken, liegt Gram noch da? Ja. Also wenn man in Abgründe oder in Wasser läuft, so, verliert man seine Sachen. Hol dir Gram und dann würde ich sagen, dann bleiben wir einfach hier am verlorenen Grab des Master Swords. Bleib mal stehen, ich brauche ein bisschen Leben. So, und mit diesem schönen Bild und der Verlust des Master Swords würde ich sagen, das war's für heute mit Magicka. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ich heule. Tschüss.